Einen wunderschönen guten Tag hier zurück bei unserem Let's Play von Kolat. Und wie ihr sehen könnt, sind wir wieder zurück beim Zelt. Es hat nicht gespeichert, es ist mir kurz nach der Aufnahme, ist es mir abgeschmiert, das Ganze. Und deswegen muss ich dieses Spiel jetzt nochmal. Ja, wir wissen ja schon, wie es abgeht. Und deswegen schaue ich, dass wir so schnell wie möglich dorthin kommen wieder. Oh. Wieder natürlich, wie immer, diesen netten, lieben Kollegen von Timer vergessen. Einen Moment. Einen Moment. Jetzt. So. Denn ich darf leider nicht länger als 20 Minuten derzeit machen, da mein Internet ein paar Probleme macht. Und es wirklich schwierig ist, da hochqualitativ wertige Videos euch zu liefern. Ich habe letzte Woche, Montag, wir haben jetzt Mittwoch, habe ich das City Skylines 3 hochgeladen und er hat wirklich sage und schreiben 840 Minuten dann teilweise gebraucht. Dann habe ich das Format nochmal geändert auf MP4. Und dann hat er es hochgeladen. Leider ist es so, dass es dann nur auf 720p läuft teilweise. Beziehungsweise nur auf 360p. Was ich hoffentlich jetzt verbessern kann, indem ich einfach ein anderes Format zum Konvertieren nehme und zum Rendern. Weil ich noch kein richtiges Programm habe. Ich gebe ehrlich zu, ich habe noch kein richtiges Programm. Ich habe jetzt zwar ein Intro, aber noch kein richtiges Programm. Also, sehr professionell arbeite ich heute hier. Extra für euch. Nein, ich bin ja in der ersten Woche jetzt, beziehungsweise noch gar nicht. Also, ich habe noch gar keine Woche rum im Endeffekt, wo ich Let's Plays aufnehme. Und daher, ja, sind die natürlich noch wünschenswert, aber ich habe schon wieder ein Spiel, was in den Startlöchern steht, wo ich mir überlege, es sind alles recht alte Spiele, beziehungsweise, was heißt alte Spiele, nicht unbedingt, weil das ist ja auch recht neu, das Kolat wurde auch ja dieses Jahr veröffentlicht, aber ich werde auch ein paar alte Spiele mal aus der Versenkung wieder hochheben. Jetzt aber bleiben wir mal beim Spiel. Es hat gerade geladen. So, den Bruder kennen wir schon. Ich sollte mal Licht anmachen. Da sehen wir ein bisschen mehr. Hoffe ich, dass wir zum Speicherpunkt kommen, bald darauf, dass wir wirklich speichern können und dann nicht nochmal das Ganze machen müssen. Das werde ich dann aber außerhalb der Aufnahme machen, falls wir das wirklich nochmal machen müssten. Ich habe mir aber gedacht, es ist diese Story so schön. You know, at the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. Then I understood that it is not God, or good, or restitution. Just a tool of revenge. Was ich mich immer noch frage, was hat er geglaubt, sei eine Wiedergutmachung? Es ist diese Expedition, die er jetzt macht. Alleine, vor allem. Aber ich glaube, das ist dieser Mann, wo wir in diesem Brief ja gelesen haben, der alleine hierher gekommen ist und versucht hat, die
ehemalige Expedition denen nachzuforschen, was da passiert ist früher. Aber ich verstehe nicht, was er als Wiedergutmachung verstanden hat. Weil er äußert sich ja nicht konkret dazu. Es wird wahrscheinlich noch dauern, bis wir das erfahren werden. Coming to me. Kommst du zu mir? Da ist auch die Frage, wer kommt zu ihm? So, das kennen wir ja schon, meine Lieblingsstelle hier. Hallo Kollege. Der denkt sich auch schon, warum kommt der schon wieder? Der kam doch erst. So, das ist unsere Lieblingsstelle jetzt hat, wo wir ja wissen, bis hierher und nicht weiter. Ich glaube, das ist so... Ups. Nein, nein! Das ist so ein Schutzengel, der jetzt da kommt. Der will uns vor irgendwas bewahren. Ich frage mich trotz alledem, was diese Sirene bedeutet. Da müssen wir runter. Ich würde sagen, ich mache hier mal die Kamera aus. Einen Moment, ihr seht jetzt derzeit noch das Pausenmenü. Ich werde aber jetzt halt mal die Kamera nach unten, genau. Ihr seht jetzt halt, wie meine Maus hin und her sich bewegt. So. Mikrofon läuft trotzdem noch, genau. Okay. Weil ich glaube, so ist es einfach atmosphärischer, wenn ihr nicht so einen Gaukelhals hier vor mir seht, vor euch seht, vor mir seht. Wo sind wir hier? Jetzt sind wir ja an unserem Punkt angelangt, wo wir das letzte Mal auch waren. Texturen hier. Wir gehen natürlich jetzt mal da hoch erstmal. Ich sehe, glaube ich, genauso viel wie ihr jetzt. Einen Moment kurz, ich mache mal kurz das große Licht aus. Hoppala. Bei mir. Weil ich sehe hier genauso viel wie ihr. So, jetzt hat es kurz mal gerauscht. Ich sehe nämlich genauso viel wie ihr. Und zwar, das ist nämlich gar nichts. Ich habe jetzt gehofft, dass hier irgendwie briefmäßig was ist. Springen können wir nicht. Hier raus. Raus, Mami. Okay, da dürfen wir anscheinend nicht raus. Dann gehen wir durch den anderen Ausgang. Uiui, das ruckelt gerade ganz schön arg. Das liegt eben an der Unreal Engine 4, glaube ich. Dass es so ruckelt.
Da kommen wir auf keinen Fall hoch. Wir schauen mal ganz kurz auf die Map. Also offiziell haben wir es noch nicht begangen, diesen Ort. Da frage ich mich, wo müssen wir noch hin? Ich liebe diese Momente hier. Ich traue mich ehrlich gesagt hier nicht weiter. Ich glaube, wir gehen mal nach oben. Ich bück mich jetzt mal instinktiv. Wie gesagt, ich kenne diesen Moment nicht mehr im Spiel. Hier war ich noch nie. Ich habe auch ein gutes Gefühl dabei. Where are you? Wo bist du? Ich weiß nicht, was das war gerade. Ich denke, ihr habt es auch gesehen. Auf jeden Fall. Schau mal. Nein, haben wir immer noch nicht diesen Ort belegt. Ich weiß nicht, ob wir hier sein sollen. Fuck. Was? Okay. Ich hab jetzt gerade ein bisschen Bangen. Da ist was. Da ist ein Brief. Den schauen wir uns jetzt an. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well.
Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m, we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully, and it's snowing outside. Also, nochmal. Wir sitzen in Zimmer Nummer 23. Obwohl, sitzen vielleicht nicht das richtige Wort ist, denn in Wirklichkeit versuchen wir so schnell wie möglich alles zusammenzupacken, was wir vielleicht sonst noch brauchen könnten. Konserven, Werkzeug, was immer wir finden können. Wir wollen sicher gehen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir haben nicht viel Zeit mehr. Verdammt, wo habe ich meinen Gürtel hingelegt? Ich wette, wir haben etwas vergessen. Wir sind fast fertig. Wir haben das Messer verloren. Wir zählen das Geld. Wir hinterlassen das Zimmer in einem chaotischen Zustand. Nun sind wir also am Bahnhof. Wir singen alle Lieder, die wir kennen, und denken uns neue aus. Alle sind furchtbar aufgeregt. Erst um 3 Uhr morgens gehen wir schlafen. Ich frage mich, was uns dort erwartet. Was werden wir sehen? Wie weit werden wir es schaffen? Ich höre, wie die anderen im Schlaf ruhig atmen. Draußen fällt Schnee. Also das ist im Endeffekt das Logbuch von jemandem, der, oder von einer, die bei dieser Expedition dabei war. Ich verstehe nicht, warum wir... Doch, hier haben wir einen Brief entdeckt, jetzt steht da. Aber wir sind jetzt 11 Grad Nord. Wir müssten hier oben eigentlich hin. Also wir müssen jetzt Richtung Norden schauen, dass wir Richtung Norden kommen. Also wir sind schon an sich dessen, sind wir schon richtig. Ich frage mich, ob wir vielleicht da hoch müssen. Doof, dass man nicht springen kann. Dadurch kommt man halt dann zum Beispiel hier nicht hoch. Hallo, Hilfe! Okay, wir müssen eh Richtung Norden. War mal ein Versuch wert. Ich frage mich, was das gerade eben für ein Viech war. Kommen wir da weiter? Nein, anscheinend nicht. Das bedeutet, wir müssen anscheinend in die Richtung. Dann irgendwann Richtung Norden abbiegen. So wie es scheint, ist es eigentlich der einzige. Aufgang, diese Leiter hier, oder was ist das? Nicht diese Leiter, sondern diese Treppe nach oben. Hier haben wir den Brief gefunden. Das ist genau nördlich jetzt. Springen können wir nicht. Ah, hier können wir den Kompass machen. Ich probiere gerade mal Tasten durch, ob man doch irgendwie vielleicht springen kann.
sitting in room number 23. Nein, 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 nein. Ah, okay. J ist also das da. Ja, das hat man gewusst. Also wir scheinen doch hier hoch zu müssen. Ja, 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 ja. Nein. Oh. Nach ging's da. Ah. So ist das also. Da unten geht's weiter. Elf Grad Nord, 55 Grad Ost. Nein, wollte ich doch gar nicht. Elf Grad Nord. Fünfundfünfzig Grad Ost. Das war da, wo der Brief war. Da waren wir ja schon. So. Und was uns da oben erwartet, meine Lieben, das sehen wir in der nächsten Folge bei Kolat.